Hallöchen. Da mir das beim letzten Mal so richtig gut gefallen hat, was der Frank da gemacht hat, und da habe ich mich nochmal hinreisen lassen, den Frank zu fragen, weil ich nochmal Bock hätte, was mit uns hier zu machen. Und hat er spontan ja gesagt, und deswegen haben wir heute nochmal eine Runde mit Frank. Was hast du uns heute mitgebracht? Heute gibt es ein Hähnchen-Kokos-Curry mit Duftreis. Womit fangen wir? Was brauchen wir? Wir brauchen die Hähnchenbrust. Da ist es mir ganz wichtig, dass es jetzt wirklich keine Hähnchenbrust für 2,99 Euro aus irgendeinem Supermarkt ist, sondern man kann heute vernünftiges Fleisch kaufen. Dann haben wir den Ingwer, das Zitronengras, die Chilischoten. Was soll ich tun? Ich bin dein treuer Diener. Da ich immer schlechte Erfahrungen mit Chilischoten habe hinterher, würde ich dich bitten, die Chilischoten und alles zu machen, und ich werde mich dann hier um die Hähnchenbrust kümmern. Brauchen wir beide? Genau wie bei den Möhren anderthalb. Wo ich gerade hier Fleisch schneide, habe ich natürlich auch direkt wieder eine Frage. War das jetzt, wenn man zum Beispiel einen Hüftsteak oder sowas macht, war das mit der Faser oder gegen die Faser, damit das Fleisch gut hinterher zarter wird? Gegen die Faser. Okay. Hier bei der Chilischote ist halt generell die Kerne wegzumachen, weil das halt immer das Schärfste an der ganzen Schote ist. So, nachdem ich das Fleisch dann hier pariert habe, schneide ich halt Würfel raus. Was heißt denn parieren? Von Sehnen, Holzchen und so weiter entfernen. Und das war wieder eine Testfrage, ja? Ja, weil ich hörte mal was davon, aber ich war mir nicht mehr so sicher. Okay. Am liebsten gehe ich dann auch schon hin und würze das Fleisch jetzt auch vorm Anbraten. Das heißt, ich würde jetzt hier gerne schon hingehen und das Hähnchen ein bisschen mit Curry bestäuben, damit es ein bisschen durchziehen kann. Oder verbrennt der Curry dann? Meinen Azubis würde ich es so rum nicht erlauben, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass es vom Handling her, dass der Curry anbrennt und dann bitter wird. Also ich würde ihn trotzdem... Wie wir gelernt haben, kennst du dich ja aus. Ich würde trotzdem gerne ein bisschen Curry nehmen. Beim Curry muss man darauf achten, es gibt verschiedene Sorten. Es gibt roten Curry, gelben Curry und grünen Curry. Ich bin auch nicht so der große Scharfesser. So mit natürlichen Mitteln wie mit Chilischoten, Curry und Paprika und solchen Sachen, ja. Aber mit diesen Pasten, Würzpasten bin ich überhaupt kein Freund von, weil das auch für mich nicht in mein Prinzip der Frischküche passt. Okay. Soll ich eventuell schon mal Knoblauch schneiden, hacken, klein schneiden? Das wäre super. Bisschen und Ingwer, die Möhre. Möhren kenne ich, durfte ich letztes Jahr schon mal für dich machen. Ich bin ja der Möhrenmaster hier anscheinend. Mit Möhren kennst du dich ja aus. So, ich mache mal ein bisschen Platz jetzt hier. Dann nehme ich mal ein bisschen Zitronengras. Einfach das Zitronengras der Länge nach spalten und einfach einmal in die Mitte schneiden. Weil dann sind sie groß genug, man kann sie auch wieder aus dem Topf rausholen, weil ich würde sie jetzt ungern mitessen wollen. Was auch sehr schwierig werden dürfte. Wie hättest du die Möhren gerne, so grobe Stücke? Ja, grobe Stücke wären super. Limetten haben wir, den Ingwer könnte ich schon mal schälen. Beim Ingwer ist es halt wichtig, wenn er aus dem Supermarkt jetzt kommt, tatsächlich die holzigen Stücke rauszuschneiden. Menschen, die nicht so gerne Ingwer machen, für die sollten es wahrscheinlich ein bisschen kleiner schneiden. Ja, das werde ich wohl nie lernen. Dafür kann ich dich fotografieren, also alles schön. Das stimmt wohl. Ja. So. Sollte ich vielleicht schon mal den Reis ins Wasser geben? Das wäre super. Dann kann der ja schon mal so vor sich hin kochen, köcheln. Braucht ja mal eine ganze Zeit lang. Das heißt, wir können danach quasi wieder an den Limette, an den Herd. Mache ich mal eine halbe schon mal vorne, damit wir die besser ausquetschen können. Ja, dann können wir ja gleich an den Herd. So, den Topf haben wir jetzt schon gut heiß werden lassen. Ganz wichtig, dass der Topf wirklich heiß ist. So, ich rühre und du gibst rein, wie hättest du es gern. Ja, darf ich deine Rührer sein? Ja, genau, und ich schmeiße es rein, okay? Legen würde mir reichen, schmeißen spritzt immer so. Ja, vor allem liegt das Fleisch gut dann auch übereinander und wird dann ungleichmäßig gar. Geben wir dem erstmal eine Chance, oder? Ja, genau. So, dann kommen die Möhren rein. Dann auch direkt der Ingwer, Chili und Knoblauch. Ja, also als nächstes löschen wir das Ganze jetzt ab mit ein bisschen Brühe. Mehr würde ich erstmal gar nicht reintun, damit das so leicht bedeckt ist. Und dann kommt das Zitronengras da rein. Ich glaube, die Hälfte davon reicht auch, obwohl wir haben es sehr scharf gemacht. Was ich immer noch ganz gerne mache, ist das Zitronengras, wenn es so angeschnitten ist, plätten. Wenn ich da mit dem Messer rücken normalerweise drauf,
gebe, dann hast du einfach den Vorteil beim Handrücken quetschen, setzen sich die ätherischen Öle frei, du machst die Luftspalten zwischen, oh ja, viel besser, zwischen den einzelnen Schalenschichten, setzt du mehr Luft rein, dann kann er dementsprechend sich mehr Geschmack freisetzen. So, jetzt würde ich ein bisschen Kokosmilch noch reintun und dann erstmal lassen. Würdest du das? Ja. Oder soll ich das? Nee, mach du ruhig. Dann sag Stopp, ich bin ja schon ganz gespannt. Stopp. Nein, okay. War Spaß, mach mal. Kleines bisschen. Ja, Stopp, reicht. Ich weiß, wenn es jetzt nicht schmeckt, bin ich schuld. Das würde ich so nie sagen. Schon mal gucken, wie so die Basis geworden ist. Nee, das ist wirklich lecker. Probier mal. Scharf ist immer, können wir zwei Freunde bleiben. Alles andere, nee, ist nicht scharf. Ich hasse Essen, wo ich nicht mehr schmecke, was die Komponente darunter ist. Aber so tatsächlich, ich hätte es mir fast schärfer vorgestellt. Vielleicht haben wir auch nur Glück gehabt, haben eine milde Chilischote erwischt. Wahrscheinlich wären wir nämlich sonst fliegen gegangen. Ach, dann unser Reis. Zwei Minütchen kann er noch. So, und dann machen wir ein bisschen Salz noch an den Reis. Jetzt einfach die Limetten reinstecken. Koriander auch so ein bisschen unter. Setzen wir den Reis beiseite, Deckel drauf, hält er warm oder Pfanne drauf, kommt das gleiche raus. Reis speichert unwahrscheinlich gut Hitze, von daher kann man ihn jetzt ruhig ein paar Minuten da stehen lassen. Limette jetzt dran. Dann nehmen wir hier einfach das Messer, hier diese Fasern rein. Dann kannst du am Messer ausquetschen. Okay. Oh, jetzt können wir es nur noch einreduzieren lassen, ne? Ja, richtig. Also einreduzieren. So, das ist jetzt wunderbar einreduziert. Und jetzt gehe ich hin, und das mache ich jetzt nicht nur wegen der Kamera, das mache ich also zu Hause auch. Ich habe zu Hause so einen Metallring, wo ich die Sachen reintun kann. Oh. Ja, für einen Nichtkoch finde ich das schon so in Ordnung. Da kommt auf jeden Fall der Koriander schon mal hier oben drauf. Sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial vorhanden. Ein bisschen Koriander. Genau, so würde der Koch das auch machen. Die luftige Stelle, die keiner entdecken soll, die würde er zudecken. Das hast du auf jeden Fall schon mal vom Koch gelernt. So, und dann kommt unser Curry schön hier an die Seite. Wichtig ist, dass noch ein kleines Stück Zitronengras irgendwo liegt. So. Und einmal Kokoscurry à la Pfennig.